sehr. Besonders gute Laune heute im Studio. Und das ist ja kein Wunder. Denn, liebe Zuschauer, es ist vollbracht. Wir haben, dass ich das noch erleben darf, einen Koalitionsvertrag. Ja, jetzt wächst zusammen, was absolut nicht zusammengehört, meine Damen und Herren. Eine ganze Nacht lang haben diese Teufelskerle geschuftet, nur um uns einen Koalitionsvertrag zu schenken. Klar, die hätten auch tagsüber arbeiten können wie normale Leute, aber so war es halt dramatischer. Und am Morgen danach, wo du hinguckst, nur noch Friede, Freude, Witzversuche. Ich bin erst um 6 Uhr ins Bett gekommen. Getrennt. Könnt ihr mir... Wir haben gerade einen Vertrag unterschrieben, der kostet euch Bürger 23 Milliarden zusätzlich, aber wir sind tierisch gut drauf. So, nochmal journalistisch nachgehakt. Wie war das mit den getrennten Betten? Wie zu hören war, war es in der Tat so, dass zumindest Horst Seehofer und Sigmar Gabriel in getrennten Betten geschlafen haben. Bei der Bundeskanzlerin bin ich mir da nicht so ganz sicher. What? Was meint er damit? Was versucht der Kollege von Phoenix uns damit zu sagen? Lieber nicht weiter nachfragen, sonst antwortet noch einer. Immerhin, die SPD hat so eine Art Mindestlohn durchgesetzt und auch so eine Art doppelte Staatsbürgerschaft. Und da fragt man sich schon, wie haben die Sozen das geschafft? Ich habe Dinge angeboten, die sage ich dir besser nicht. Und dafür danke ich dir von Herzen, lieber Sigmar. Ja. Ja, 17 Stunden, so hört man, 17 Stunden saßen die Parteispitzen zusammen und haben wirklich knallhart unsere Zukunft verspielt. Verhandelt, meine ich. Viele herausragend faule Kompromisse gefunden. Kompromiss-Marpel. Dann nicht. So, ach, da fällt mir ein, haben Sie die Twitter-Fotos aus der entscheidenden Nacht im Willy-Brandt-Haus gesehen? Eher ernüchternd, oder? Die Ladies hier haben sich die Frauenquote schön gesoffen. Innenminister Friedrich durfte nicht mitverhandeln und hängt aus Trotz seine Wampe zum Lüften raus. Bislang nicht veröffentlicht zum Glück dieses Bild von Altmaier und Nahles in der SPD-Betriebssauna. Ja! Die mussten die Zeit halt auch irgendwie totschlagen. Es durften ja nicht alle rein ins Allerheiligste. Ja. Kurz nach dem Foto gab es noch einen Soße-Bernays-Aufguss. So eine schöne neue schwarz-rote Welt. Wochenlang haben ja wir, das Volk der Plebs, auf einen Koalitionsvertrag gewartet, geharrt. Jetzt ist er endlich da. Unser Flehen wurde erhört. Hier kommt der Heute-Show-Koalitionsvertrags-Verkündigungsengel Olaf Schubert, meine Damen und Herren. Hosiana, Halleluja und Tamtam. Hoch droben vom Himmel komm ich her mit froher Kunde, denn große Gnade ward uns Sterblichen zuteil. Der Koalitionsvertrag ist da. Ich hab ihn mitgebracht, nicht direkt vom Berg Mose, sondern vom Prenzlauer Berg in Berlin. Und nachdem ich ihn las, was viele, viele Stunden währte, war ich voll ob der Freude und salbte mich mit Salbei. Denn ich wusste, dieser Kontrakt sät Liebe und jätet Hass. Er verheißt uns eine bessere, gerechtere Welt, in der alle sich verstehen und lieben. Denn es gibt nur noch eine Partei, die SPCDSU. Wisset, deshalb wird nun alles gut. Ab sofort gilt ein flächendeckender Mindestlohn. Sofort bedeutet allerdings 2017 und flächendeckend ist gemeint im Sinne von, wir wissen noch nicht genau auf welcher Fläche. Ne? Vielleicht ja nur auf Sylt. Und
es geht weiter mit den guten Taten. Denn Mütter, die vor 1992 ein Kind geboren haben, bekommen ab jetzt eine Mütterrente. Und Mütter, die vor 1992 kein Knäblein gebärten, die bekommen eins geborgt. Oder sie bekommen eins gezeugt. Nachträglich von meinem Kollegen Erzengel Gabriel, Sigmar Gabriel im Senf. Im Gesundheitssektor setzt die Regierung, um zu sparen, auf kostengünstige Spontanheilungen. Lahme können ab sofort wieder gehen. Und zwar wohin sie wollen. Durch eine Feiertagsnovelle wird das gesamte Land noch gemütlicher. Weihnachten ist jetzt das ganze Jahr. Also außer Ostern, klar. Alle Menschen vertragen sich obendrein. Heute früh schon habe ich es gesehen. Ich sah einen Afroafrikaner, der einen blinden Skinhead über die Straße führte. Das Internet hat jetzt verbraucherfreundlich auch bis 22 Uhr geöffnet, in der Woche. Und das Schönste, im neuen schwarz-roten Deutschland, per Gesetz gibt es kein Gefälle mehr zwischen Ost und West. Nein, nur noch zwischen Arm und Reich. So. Hier, meine lieben Freunde, hier nun endet meine Mission. Hier habt ihr das Ding. Macht was draus. Was ist eure Sache? Denn ich kann mich nun wirklich nicht um alles kümmern. Olaf Schubert, meine Damen und Herren. In dieser Woche. Ein Koalitionsvertrag wurde uns geschenkt. Du bleibst jetzt bis zum Ende der Sendung da oben, ja? Ja, gern. Sehr, also unbedingt. Ja. Musst du ja wissen. So, trotzdem suchen Journalisten jetzt natürlich, so sind wir, wieder das Haar in der Suppe. Die Kollegin Marietta Slomka vom Heute-Journal zum Beispiel, gestern erst im Gespräch mit Sigmar Gabriel. Wobei, ich glaube, Gespräch nehme ich einfach mal zurück. Aber lassen Sie noch uns über was anderes reden. Das mache ich doch gerade. Ja, aber das, was die Wähler... Parteien, Frau Slomka, das also, hat doch Herr Gabriel, diesen Quatsch, der wird von sehr ernsthaften... dieser Quatsch wird von sehr ernsthaften Verfassungsrechtlern diskutiert. Ich habe ihn versucht, Frau Slomka, es wird ja nicht besser, wenn wir uns gegenseitig... Ich behandle Sie gar nicht schlecht, ich stelle Ihnen Fragen, die habe ich mir noch nicht ausgedacht. Herr Gabriel, Sie werden jetzt bitte nichts unterstellen. Herr Professor Degen hat schon noch einige andere, die stehen ja auch heute alle in der Zeit. Wenn Sie Ihre Parteien nicht wieder... Das ist, tun Sie mir einen Gefallen, lassen Sie uns den Quatsch beenden. Ja, ich finde es immer schön, wenn man sich ausreden lässt, meine Damen und Herren. Das war jetzt in Teilen ein bisschen unverständlich, oder? Haben Sie alles verstanden? Wir fassen die Kernthesen noch mal komprimiert für Sie zusammen. Aus jetzt! Aus! Ja! Das wissen viele gar nicht. So ein Gabriel kannst du in der Familie mit Kindern gar nicht halten, meine Damen. Übrigens, sein neuer bester Buddy Horst Seehofer hat sich heute offiziell beim ZDF beschwert über die Behandlung, die man dem deutschen kommenden Vizekanzler beim ZDF hat angedeihen lassen, meine Damen und Herren. Ja, ja, ihr kleinen dreckigen Heuchler. So, ist euch doch völlig wurscht. Aber jetzt mal die wichtigste Frage. Wieso, wo wir gerade bei Horst Seehofer sind, wieso bitte haben es die Maut, die Mütterrente und die Herdprämie ernsthaft in den Koalitionsvertrag geschafft? Wieso dürfen die Bayern dem, ich sag mal, geistig gesunden Rest von Deutschland weiter ihre Themen aufdrücken? Uns droht hier die totale Versäppelung, wenn wir nicht aufpassen. Ernsthaft? Ja! Das geht ratzfatz! Ratzfatz! Die völlige Versäppelung der Bundesrepublik Deutschland. Ich meine das ernst. Ja? Mit... Auch wenn wir versprengte Bayern heute im Studio haben, mit welchem Recht machen die die Regeln? Hier nur noch mal für Sie zur Erinnerung.
die Bundesländer, in denen die CSU neulich bei der Bundestagswahl 0% geholt hat. Genau, alle außer Bayern. 0%. Und trotzdem machen die im ganzen Land die Regel. Ja. 0%. In allen Bundesländern bis auf eins. Und trotzdem steht jetzt die blöde Pkw-Maut für Ausländer im Koalitionsvertrag drin. Klar, die nennen die inzwischen anders, weil gerade dagegen geklagt wird von Nachbarländern und weil sie sich schämen. Mit Belastung der nicht inländischen Kraftfahrzeughalter, wie es, glaube ich, heißt. Nee, glaube ich nicht. Mit Belastung der nicht inländischen Kraftfahrzeughalter. Das gibt beim Scrabble 7 Millionen Punkte, meine Damen und Herren. Weg jetzt. Nicht Belastung der... Vielleicht ist es die offizielle Bezeichnung, kann ja sein. Aber kann man das nicht einfacher ausdrücken? Für ausländische Kfz-Benutzer im Inland. Ah, für Ausländer im Inland. Ja, nicht zu verwechseln mit Isländern in Finnland, meine Damen und Herren. Horst Seehofer meint jedenfalls, wasserdichte Beweise zu haben, dass alle Deutschen seine Maut wollen. Warum? Weil ihm einer das gesagt hat. Im Flugzeug. Und dann geht der Steward auf mich zu, laut vernehmlich für alle Fluggäste und erklärt: Herr Ministerpräsident, wir haben gerade in der Crew abgestimmt, wir sind alle für die Pkw-Maut, bitte setzen Sie diese durch. Ja, wörtlich hat der Steward gesagt, die Maut muss kommen, sonst drehe ich durch, Freunde. Ja. Schade, dass er den Steward nicht nach dem Adoptionsrecht für Homosexuelle gefragt hat. Das hat es nämlich nicht in den schönen Vertrag geschafft. Genauso wenig wie die Bekämpfung der kalten Progression. Wobei, ja, jetzt kriegt das schon wieder so einen negativen Touch. Ich merke gerade, jetzt hacke ich auch schon wieder wie alle anderen rum auf diesem Koalitionsvertrag. Wissen Sie was? Wir machen jetzt mal was anderes und versuchen wenigstens das Gute zu sehen. Auch wenn es weh tut. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Christian Ehring findet's geil mit Christian Ehring. Christian Ehring findet's geil. Christian Ehring. So, Christian. Ja, da ist er. Sie finden den Koalitionsvertrag also ernsthaft geil. Ja, Entschuldigung, meine Sendung heißt Christian Ehring findet's geil. Wie werde ich den Vertrag wohl finden? Hä? Geil. Oliver, diese 185 Seiten sind ein Traum. Ich muss sagen, ich habe noch nie ein Buch so schnell durchgelesen. Gut, außer damals Feuchtgebiete, aber das hatte andere Gründe. Sie sagen geil, ich sage 185 Seiten Prüfaufträge und vor allem kein Mensch weiß, wo die 23 Milliarden herkommen sollen, die der ganze Bums zusätzlich kostet. Ach, das findet sich schon. Das kennen wir doch alle. Da holst du eine Hose aus der Reinigung und dann findest du in der Tasche einen alten 20-Euro-Schein. Genauso funktioniert das Finanzierungskonzept der Kanzlerin. Können Sie wirklich für 4 Jahre versprechen, dass die Ausgaben nicht zu weiteren Steuererhöhungen oder zu neuen Schulden führen? Wenn alles normal läuft, dann kann ich zusagen, dass unsere Vorhaben auf einer guten Grundlage sind. Ist das ein geiler Satz? Ist das ein geiler Satz? Jetzt nicht im Heute-Show-Fanshop das geile Merkel-Sofa-Kissen. Wenn alles normal läuft, dann kann ich zusagen, dass unsere Vorhaben auf einer guten Grundlage sind. Super geil. Super geil. Herr Ehring, Sie müssen einfach auch mal das Kleingedruckte lesen. Für die ganzen Rentengeschenke wird doppelt so viel ausgegeben wie für Bildung und Schule. Ich sage Ihnen, wenn unsere Kinder das mal durchrechnen, dann gehen die auf die Barrikaden. Quatsch! Bei uns wird so wenig in Schulen investiert, die kleinen Scheißer können da gar nicht mehr rechnen. Genial! Beziehungsweise geil! Ja, und was ist mit dem Thema Gesundheit? Da bleibt der Arbeitgeberanteil für die Krankenversicherung weiter eingefroren. Das heißt, alle Erhöhungen der Zukunft können die Arbeitnehmer alleine tragen. Geil, oder? Nee, gar nicht! Und die SPD macht das mit. Als sich Schwarz-Gelb den Mist vor 2 Jahren ausgedacht hat,
war die Nahles noch sauer, weil... Es im Grunde genommen bedeutet, dass nur noch die Arbeitnehmer das bezahlen. Und das ist einfach schlicht und ergreifend ungerecht. Ja, das war vor 2 Jahren. Sie haben mir vor 2 Jahren auch mal gesagt, Sie wollen abnehmen. Supergeil! Oliver. Am allergeilsten finde ich ja, dass man uns erst Weihnachten verrät, welches Ministerium wer bekommt. Endlich mal ein bisschen Spannung im langweiligen Advent. Hoffentlich ist Ramsauer wieder dabei. Hoffentlich Ramsauer, bitte, bitte, das wäre so geil. Was? Ramsauer! Der Ziegenpeter? Sind Sie bescheuert? Da kann ja wohl gar nichts. Ja, völlig richtig. Absolute Pfeife, klar. Aber er ist mit Sandra Bullock verwandt. Nein. Wirklich jetzt? Ja, und wie geil er das erklärt. Also eigentlich ist das ganz, ganz einfach. Weil die Mutter von meiner Frau und die Mutter von der Sandra Schwestern sind, beziehungsweise war, weil die Tante, also von meiner Frau und die Mutter von der Sandra schon verstorben ist. Aber die beiden sind ganz normale Cousinen. Super geil! Kurze Nachfrage, hat er gesagt, die Mütter meiner Frau? Wieso hat die mehrere Mütter? Ja, ganz normal in Bayern. Da kann man froh sein, wenn im Stammbaum keiner 4 Beine hat. Ja, das mag sein. Das mag sein, aber ja. Trotzdem nochmal verrückt, zurück zum Koalitionsvertrag. Dieser Koalitionsvertrag, und das ist leider kein Scherz, führt automatisch dazu, dass die Sozialbeiträge steigen werden. Kein Mittel gegen die europäische Schuldenkrise, unser eigentliches Problem, dafür Vorratsdatenspeicherung. Ja, finde ich alles geil, ganz ehrlich. Mir ist egal, was die anderen sagen, ich liebe diese Koalition jetzt schon. Das ist der ganz, ganz große Wurf. Endlich wird auch der blöde Klimaschutz abgeschafft. Der ist mir immer schon auf den Sack gegangen. Und ich sag mal, wenn jetzt der Dobrindt Minister wird, dann flipp ich aus. Ja, und ja, Pofalla soll Bundespräsident werden. Und dann kommt 1000 Jahre große Koalition. Oliver, wenn es gut läuft, dann müssen wir bald gar nicht mehr wählen. Weil wir eh schon wissen, was dabei rauskommt. Es gibt dann eine Mütterrente. Und das Geld dafür, das holen wir uns von den anderen Rentnern. Er braucht jetzt Ruhe. Christian Ehrings, Hans Geil, meine Damen und Herren. Super geil. Dankeschön. Vielen Dank. Super geil. Wenn er meint, vielleicht wird es ja super geil oder. Das geht doch alles noch schief mit Schwarz-Rot. Anfang Dezember befragt die SPD ja noch ihre Mitglieder, alle 470.000. Ne? Und ich sag mal so, ich will nichts beschreien, aber so richtig pro GroKo ist die Stimmung da gerade nicht. Die Menschen, die auf den Mindestlohn angewiesen sind, das muss sofort in die Hufe kommen. Wer ist für die Große Koalition? Doch, Horst. Horst. Bist du bescheuert? Horst! Also los mit dir, Horst! Ja. Das sagt doch einiges über die Altersstruktur der SPD. Keine Angst, hinterher hat sich rausgestellt, der Horst dachte, es geht um eine Busreise nach Meran. Das wird super spannend, wenn diese Senioren demnächst über das Schicksal Deutschlands entscheiden. Selbst Hollywood hat die Dramatik längst erkannt. Sie dachten, Sie hätten die Große Koalition schon im Sack. Großer Fehler. Denn wenn in den Altenheimen kein Platz mehr ist, erwacht die Basis zu neuem Leben. Sie gieren nach hirnlosen Maximalforderungen. Sie sind schlecht gelaunt, von ihrer Partei enttäuscht und teilweise inkontinent. Aber ich trotzdem knaller ich werde. Sigmar Gabriel rüstet sich zum letzten Gefecht, denn es wird die Nacht der lebenden Roten. Der Showdown, so sieht's aus. Das Schicksal Deutschlands, entschieden von einer Handvoll SPD-Senioren. Ja, und seit gestern ist ja Onkel Gabriel deswegen auf Tour und versucht persönlich jeden einzelnen Ortsverein, zur Not jedes einzelne Mitglied, auf Linie zu bringen. Da soll, habe ich gehört, eine Atmosphäre von Angst und Schrecken verbreitet werden.
Lutz van der Horst mit einem erschütternden Augenzeugenbericht. Verunsicherung, Beklemmung, Panik. In der SPD-Basis herrscht die nackte Angst. Die Angst vor ihm, Sigmar Gabriel. Seit dem Parteitag kann niemand mehr ruhig schlafen. Außer natürlich bei einer Rede von Frank-Walter Steinmeier. Mir flattern die Hosen, oder? Mir? Warum? Na, weil ja der gleich kommt. Wie heißt er nochmal, der? Unser Parteivorsitzender, Günter Gabriel. Günter Gabriel? Das sieht man. Sind Sie für oder gegen die Große Koalition? Ich dagegen. Was? Nicht so laut, das dürfen Sie nicht so laut sagen. Nicht so laut, ich, das sehen wir nicht hier. Er stimmt für die Große Koalition. Sind Sie für Rot-Rot-Grün? Nein. Dann sind Sie also dagegen, dass Gabriel Bundeskanzler wird? Nein. Wenn wir Neuwahlen provozieren, ist die SPD tot. Ach, das heißt, sie lebt jetzt noch? Ja, lebt ja noch. Wissen Sie was? Was denn? Ich habe Arsch in der Hose. Ja, dann können Sie in der SPD aber nichts werden. Bist du für oder gegen die Große Koalition? Ich bin gegen die Große Koalition. Was? Doch, ich bin hart. Warum? Warum? Weil ich mit Merkel keine Koalition haben will. Und du auch nicht. Muss Angela Merkel eigentlich auch Maut zahlen, weil die auch Migrationshintergrund hat? Also hören Sie mal, das finde ich ja ein bisschen abartig. Wieso hat die Migrationshintergrund? Ja. Ossi. Ja, nee, das ist ja dummer Quatsch. Ist das dummer Quatsch? Das ist dummer Quatsch. Ja. Also wissen Sie, das muss nicht sein. Ja. Entweder stellen Sie mir seriöse Fragen oder wir lassen es sein. Und mit Sigmar Gabriel haben wir, glaube ich, einen Vorsitzenden, der es möglich macht, die Partei wieder nach oben zu führen. Da kommen Sie. Nein, das war ein Witz, oder? Nein. Er hat mich verarscht. Weniger ist noch mehr als nichts. Ein schöner Slogan für die SPD. Weniger ist noch mehr als nichts. Eine letzte Frage. Sigmar Gabriel als Vizekanzler, glauben Sie, dass er die Fußstapfen von Philipp Rösler würdig ausfüllen kann? Hundertprozentig. Da, der kommt da hinten, komm. Oh Gott, er kommt. Herr Bundeskanzler, wissen Sie, dass Sie immer so angesprochen werden, wenn Sie sich für Rot-Rot-Grün entscheiden? Oh. Haben Sie das gesehen? Der hat mir voll den Bauch geschlagen. Ja, da lobe ich mir doch Angela Merkel. Die sagt zwar auch nichts, aber die antwortet wenigstens. Zurück nach Köln. Lutz van der Horst, die alte Zimperliese. Vielen Dank. So, diese Woche, meine Damen und Herren, diese Woche war es soweit, der lang ersehnte Moment. Eine Delegation amerikanischer Spitzenpolitiker hat Deutschland besucht, um sich endlich mal zu entschuldigen für den unglaublichen Abhörskandal. Ich war so gespannt, wen sie schicken. Hillary Clinton, Außenminister Kerry oder sogar Obama persönlich? Wir freuen uns, dass Senator Murphy und Congressman Meeks heute Berlin besuchen. Wer? Murphy und Meeks? Klingt wie eine 70er-Jahre-Krimiserie, meine Damen und Herren. Murphy und Meeks. Also wirklich. Einer von beiden ist sogar nur Familienrechtsexperte. Die haben nichts mit Abhören zu tun. Warum schicken die nicht gleich Mickey und Goofy? Hä? Die hätten wir ernster genommen. Stattdessen zwei vollkommen unbedeutende Hinterbänkler. Haben die Amerikaner jeden Respekt vor uns verloren? Frage ich mal den neuen Heute-Show-Experten für geheuchelte Freundschaft und halbgare Entschuldigung, Christoph Sieber. Ja, Olli, es ist schon enttäuschend, das muss man ganz klar sagen. Da ist gar kein Respekt mehr. Ja, und warum? Weil wir das Kriegerische verloren haben. Entschuldigung, das ist so eine Faustregel. Wenn du 50, 60 Jahre nirgendwo mehr einmarschierst, nimmt dich keiner mehr ernst. Ja, schon gar nicht die Amis. Ja, dann schicken sie dir solche Delegationen hier. Selbst in den USA kennt kein Mensch die beiden. Sogar deren Ehefrauen sagen regelmäßig, wer ist denn der Typ da auf dem Sofa? Ja, und vor allem, wer ist der Brillenträger in der Mitte? Keine Ahnung. Ist auch egal. Aber irgendwas muss Meeks und Murphy doch für den Besuch qualifizieren. Ja, natürlich. Für amerikanische Verhältnisse sind die quasi überqualifiziert. Wir sind halbwegs intelligent. Wir können sozusagen laufen und dabei gleichzeitig Kaugummi kauen. Oh, laufen und Kaugummi kauen. Wow. Respekt, oder?
Amerikaner können ja alle möglichen Dinge gleichzeitig. Dich kackdreist anlächelnd und gleichzeitig deine Festplatte kopieren. Meeks und Murphy oder Murks und Mixi oder wie die beiden heißen, haben sich eben nicht entschuldigt, keinen Fehler zugegeben und stattdessen solchen Bullshit hier erzählt. Frankly, there was not enough oxygen. Ehrlich gesagt, hatte der Senat nicht genug Energie, um sich auch noch ausreichend um Europa zu kümmern. Leute, wir wollen gar nicht, dass ihr euch um uns kümmert. Bitte kümmert euch nie wieder um uns. Ja, Moment. Es war ja nicht alles schlecht. Innenminister Friedrich hat gerade noch mal gesagt, durch die Überwachung der NSA sind Terroranschläge verhindert worden. Ja, Olli, da wurden Terroranschläge in so frühem Stadium verhindert, da wussten noch nicht mal die Terroristen, dass sie einen Anschlag planen. Und die Merkel hat ja ganz bewusst den Friedrich in die USA geschickt, ja, weil sie sich auf ihn verlassen kann. Echt jetzt? Ja, die wusste, wenn einer mit nichts zurückkommt, dann ist es der Friedrich. Ja. Immerhin, eine gute Nachricht gab es ja diese Woche. Schwarz-Rot führt die Vorratsdatenspeicherung wieder ein. Ja, das ist die Konsequenz aus Merkels Handy-Affäre. Warum die Überwachung Fremdarbeitern überlassen, das können wir doch selber. Wir haben ohne Ende arbeitslose Stasi-Offiziere. Die sitzen im Moment nur verzweifelt am Fenster und schreiben Falschparker auf. Was da an Talent verschwendet wird. Ja, und wie rächen wir uns jetzt an den Amis für Meeks und Murphy? Ach, ganz einfach, beim nächsten Staatsbesuch von Merkel in Washington schicken wir statt der Kanzlerin auch irgendeinen deutschen Hinterbänkler. Ich glaube, ich weiß auch schon ganz genau wen. Warum dauert es so lange und warum kommt es so spät? Rudi Rentschler, die schlimmste Vergeltungswaffe seit der V2. Nimm das, Obama! Christoph Sieber, meine Damen und Herren, vielen Dank! So, liebe Zuschauer, es ist Ihnen wahrscheinlich gar nicht bewusst, weil Sie seit Tagen nur noch besoffen vor dem Glühweinstand liegen, aber Weihnachten ist in Gefahr. Echt jetzt? Es kann sein, dass Weihnachten dieses Jahr ausfällt. Bei Amazon wird gestreikt. Gibt es keine Annäherung, will Verdi auch in der Weihnachtszeit streiken. Dann könnten viele Weihnachtsgeschenke zu spät ankommen. Das können die doch nicht machen. Ich kaufe inzwischen alles bei Amazon. Alles. Ich lasse mir jeden Morgen 3 Brötchen von Amazon liefern. Und eine frische Unterhose. Ne? Tatsächlich, um mal aus dem Ironiemodus zu kommen, kann ich sehr gut verstehen, dass die da streiken. Denn Amazon weigert sich, mit den Gewerkschaften auch nur zu reden. Zum Beispiel über menschenwürdige Arbeitsbedingungen. Oder das permanente Unterdrucksetzen der Angestellten, die sich nicht mal unterhalten dürfen während der Arbeit. Stattdessen sagt der für Deutschland zuständige Amazon-Boss Dave Clark, und jetzt bitte alle Taschentücher bereithalten, Zitat: Warum sollen wir uns von jemandem zur Zusammenarbeit erpressen lassen, der damit droht, das Weihnachtsfest für Kinder zu ruinieren? Ja! Ja, Amazon will einfach nur ein schönes Weihnachten! Und die Arschgeigen von Verdi machen alles kaputt! Ja. Herzlich willkommen zur Amazon-Weihnachtsgeschichte mit Birte Schneider. Actionspielerin Birte Schneider liest die Weihnachtsgeschichte von Amazon. Liebe Kinder, freut ihr euch auch schon so auf Weihnachten? Weihnachten! Das ist diese tolle Zeit, wo Mama und Papa sich immer anschreien. Was euch aber total egal ist, weil Amazon gerade die neue PlayStation geliefert hat. Denn im Gegensatz zu euren Eltern hat Amazon euch lieb. Was? Entschuldigung, Amazon hat doch nichts mit Weihnachten zu tun. Ja und? Josef hat da auch nichts mit der Zeugung von Jesus zu tun. Hat der sich beschwert? Amazon möchte einfach, dass alle Menschen auf der Welt glücklich sind. Genau. Außer denen, die für Amazon arbeiten. Oliver, Sie können mir jetzt dauernd dazwischen quatschen, aber dann kenne ich einen dicken Jungen, der am Sonntag keinen Adventskalender kriegt. Entschuldigung. Liebe Kinder, wenn ihr groß seid, müsst ihr unbedingt auch bei Amazon arbeiten.
Da kriegt zum Beispiel jeder Arbeiter einen mobilen Scanner. Und wenn ihr mal zu langsam arbeitet, dann sagt euch der Scanner, jetzt aber Dalli, du lahme Ente. Und wenn einer mal nicht mehr kann, dann wird er seiner Familie nach Hause geschickt. Kostenlos. Mit Amazon Prime Versand. Und hat dann den Rest des Jahres frei. Amazon kümmert sich eben um seine Leute. Und trotzdem sind die bösen Verdi-Wichtel nur am Nörgeln. Bei Amazon fühlt man sich wie ein Roboter. Man wird nicht als Mensch wahrgenommen. Wir fühlen uns hier als Arbeitnehmer zweiter Klasse. Wir werden für unsere Arbeit nicht richtig entlohnt. Wir wollen das ordentliche Geld haben. Wir wollen unser Weihnachtsgeld. Wir wollen Tarifvertrag. Genau, wir wollen, wir wollen, wir wollen. Weihnachten geht's nicht nur ums Nehmen, sondern ums Geben. Haben die kleinen Elfen, die am Nordpol die Geschenke verpacken, vielleicht einen Tarifvertrag? Sind die Rentiere, die den Schlitten ziehen, etwa in der Gewerkschaft? Hm? Sind die gar nicht, ne? Nee. Es begab sich aber zu der Zeit, liebe Kinder, im Jahr 2012, dass Amazon in Deutschland über 6 Milliarden Euro Umsatz machen konnte. Aber für diesen Riesenhaufen Geld mussten sie so gut wie keine Steuern zahlen. Denn dass Deutschland sagte, ach, lass mal Amazon, du musst uns kein Geld geben. Wir sind einfach froh, dass du da bist. Das Amazon-Logistikzentrum in Leipzig. Um den Versandhändler anzulocken, gab es 13 Millionen Euro Fördermittel. Zurück kam bisher wenig. Und so machte Deutschland es auch mit Google, Apple, Starbucks und anderen unglaublich reichen Schweinefirmen. Und warum? Weil das Deutschland einfach sehr, sehr, sehr doof ist. Ende. Die Arbeitsbedingungen da sind echt nicht okay. Die Leute werden wie Roboter behandelt. Gemeines Amazon. Weißt du was? Ich boykottiere Amazon ab jetzt. Ich kaufe wieder ganz normal in Geschäften ein. So. In Geschäften? Ja, Geschäften. Geschäfte. So Häuser, in denen Sachen verkauft werden. Da gehe ich als Kunde hin und gebe denen Geld und dann geben die mir ein Buch und dann gehe ich damit wieder nach Hause. Wie jetzt? Zu Fuß? Es ist hoffnungslos. Birte Schneider, meine Damen und Herren, vielen Dank. Weihnachtsgeschichte. So. Aber damit es hier nicht zu besinnlich wird, möchte ich noch mal sagen, richtig traurig finde ich ja, was aus den Grünen geworden ist. Erinnern Sie sich noch an die Grünen? Diese Woche hat die neue Vorsitzende Simone Peter eine große Pressekonferenz gegeben, um mal zu sagen, wie die Opposition die große Koalition findet. Gekommen sind, sage und schreibe, zwei Journalisten, von denen dann leider einer gemerkt hat, ach du Scheiße, ich bin ja bei den Grünen. Ist das bitter, meine Damen und Herren. So schnell geht's. Und mit diesen deprimierenden Bildern verabschiede ich mich für heute. Olaf, du machst dann einfach das Licht aus, ne? Ja, ich nehme das mal als Ja. Das war die Heute-Show, jetzt kommt das Glück.